So, ein weiteres Video und bevor meine Kamera leer geht, mache ich es ganz schnell. Und zwar habe ich ja ein paar Filme, also Blu-ray, und dann habe ich mir auch gedacht, habe ich mich umgehört und dann haben die halt gesagt, ja, ich brauche diese Fernbedienung. Und dann habe ich beim Mediamarkt dieses tolle Angebot entdeckt mit Hangover 2, mit dem Film und dieser Fernbedienung. Und ich würde jetzt mal sagen, die machen wir jetzt mal auf, dieses Pack oder Set. Ich habe es auch woanders nirgendwo gesehen, also nicht bei Amazon nirgendwo. Und da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich wieder so ein spezielles Mediamarkt-Pack. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann machst du es einfach auf. Machst es einfach auf, klar. Dann kaufst es dir einfach, was soll schon schief gehen. Naja, dann habe ich es mir gekauft und siehe da, hier ist der Film Hangover 2. Aber gut, den Film brauche ich jetzt nicht auspacken, da seht ihr eh nichts. Den lege ich deswegen halt mal weg. Wichtig ist doch einfach diese PS3-Fernbedienung, die wir jetzt mal aufmachen. Das ist ja der Hauptbestandteil. So. Mehr ist hier nicht drin. Weg mit dem. Ja, das wird hier ziemlich groß. Komm, ihr scheiß Batterien, geht auch raus. Erstmal ein Stück japanische Batterien. So, von Sony selber sogar. Ziemlich großzügig. Hier die Anleitung für die PS3-Fernbedienung. Und hier die PS3-Fernbedienung in glänzend gehalten. Oh, ist das geil. Die Fernbedienung fühlt sich richtig geil an. Oh, ist die richtig geil, die Fernbedienung. Die fühlt sich richtig geil an. Naja, zu klein geratene Tasten. Auch noch das alte PlayStation-Logo, was meiner Meinung nach viel geiler aussah als das jetzige. Aber naja, das muss Sony ja wissen. Das ist ja nicht mein Ding, sondern Sonys Ding. Und ja, da ach so auch ganz leicht aufzumachen. Oh, das fällt mir jetzt fast runter. Da legen wir mal schnell die Batterien rein. Die Sony-Batterien, wo aus Japan kommen, direkt importiert von Japan. Japano Power. Okay. Machen wir wieder zu die Scheiße und dann müsste die Fernbedienung funktionieren. Aber die muss ich erst natürlich registrieren. Also die funktioniert jetzt noch nicht. Nee. Gut, das war es dann. Also wie gesagt, Hangover 2 war noch dabei. Und ja. Halt, die Schachtel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die kann man wegtun. Ich mache so Hangover 2 und die Fernbedienung. Super Preis. Ich weiß jetzt nicht noch, ob es so teuer, noch mal so ein Angebot gibt. Aber im Moment richtig geiles Angebot. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Unboxing. Bis dann, Leute. Ciao.